Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch heute hier aus Kitzbühel, wo ja am Wochenende die berühmten Hahnenkammrennen stattfinden. Ich lebe zwar schon seit einiger Zeit hier, aber bisher konnte ich es noch nie live miterleben, weil ich immer selber Rennen fahren musste und deswegen freue ich mich ganz besonders auf dieses Spektakel heuer. Die Rennen beginnen erst am Freitag, aber ich habe heute die Ehre und darf auf die Strecke, was sonst eigentlich nur den Teams, Athleten und Betreuern vorbehalten ist. Also packen wir's. Servus! Vorstellen. Das ist der Axel Naglich. Ich glaube, keiner kennt die Strecke so gut wie er. Axel, vielen Dank, dass du mir die Streif heute zeigst. Erklär uns doch mal kurz, was verbindet dich mit der Streif? Was ist deine Funktion? Meine Funktion beim Hahnenkammrennen ist stellvertretender Rennleiter. Ich bin im Skiclub ein wenig aufgewachsen, habe da noch ein paar andere Funktionen. Bin am Fuße der Streif aufgewachsen, im Prinzip hier drunter. Mit der Streif vor der Nase ist das naheliegend, dass du irgendwann einmal was damit zu tun hast. Und das ist mein Berg, so wie immer. Genau der richtige Mann für unsere Mission heute. Ja, wir stehen jetzt hier wirklich direkt am Start, wo sich die Läufer dann rauskatapultieren und runterstürzen müssen. Axel, auf welcher Höhe sind wir denn? Wir sind auf ca. 1660 Meter. Es geht runter auf knapp 800, 3,3 Kilometer. Erzähl uns doch kurz, warum gilt die Streif als gefährlichste und spektakulärste Abfahrt auf der ganzen Welt? Naja, ich bin der Meinung, weil es die schwerste Abfahrt ist. Weil es einmal so losgeht, zwischendrin wird es ein bisschen ruhiger und zum Schluss geht es nochmal richtig zur Sache. Die Dramaturgie passt von der Strecke. Ich bin der Meinung, wenn sie gebaut werden müsste, ich glaube, heute wird es sowas nicht mehr genehmigt kriegen. Wir haben halt das Glück, dass der Berg diese Strecke hergibt. Für mich auch das erste Mal halt auf der Streif. Bisschen mulmig ist mir jetzt schon, aber ich werde es hoffentlich überleben. Packen wir es. Schuhe lieber zu.